Hallo, ganz herzlich willkommen zu Isolde Richter, Heilpraktiker und Therapeutenschule. Die angeborenen Herzfehler haben wir uns schon ganz allgemein in einem anderen Video angeschaut und heute schauen wir uns explizit den Vorhofseptumdefekt und den Kammerseptumdefekt an. Der Vorhofseptumdefekt ist eine Fehlbildung des Herzens, bei der die Herzscheidewand zwischen den Vorhöfen nicht vollständig verschlossen ist. Das heißt, hier besteht eine Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Vorhof. Und es handelt sich um den häufigsten Herzfehler, der aber erst im Erwachsenenalter erkannt wird. Und er entsteht, wenn die beiden Vorhöfe im Rahmen der embryonalen Entwicklung des Herzens nicht vollständig durch unser Septum voneinander getrennt werden und somit Blut vom linken in den rechten Vorhof fließen kann. Dies kann einerseits durch einen Gewebedefekt des Vorhofseptums entstehen oder auch durch einen unvollständigen Verschluss des Foramen ovale. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Welche Folgen sich hinsichtlich der Symptomatik zeigen, hängt wieder von der Größe des Defektes ab. Handelt es sich um kleinere Defekte, bemerkt man vielleicht kaum Symptomatik. Größere Defekte können aber bereits ab dem Kleinkindalter oder auch vielleicht erst im jungen Erwachsenenalter auftreten, zum Beispiel durch Leistungsminderung, durch Atemnot oder auch durch Palpitationen, sprich durch das sogenannte Herzstolpern. Da der Fötus ja noch nicht selbst atmet, sondern den Sauerstoff ja über das Nabelschnurblut der Mutter erhält, fließt das Blut noch nicht in den Lungenkreislauf, sondern es nimmt einen gesonderten Weg, und zwar fließt das Blut durch eine Öffnung in der Vorhofscheidewand, durch das Foramen, fließt es dann vorgeburtlich direkt vom rechten in den linken Vorhof. Ein weiterer Weg, den wir auch noch besprechen werden in einem anderen Video, ist der Ductus Botalli. Der Ductus Botalli ist eine direkte Verbindung zwischen dem Truncus pulmonalis und der Aorta. Und wenn das Kind nach der Geburt selbstständig anfängt zu atmen, dann schließt sich die Verbindung normalerweise recht schnell innerhalb weniger Stunden bis spätestens 3 Monate nach der Geburt. Wenn jetzt so ein Vorhofseptumdefekt vorliegt, habe ich gesagt, fließt das Blut vom linken in den rechten Vorhof, da links ein höherer Druck herrscht als rechts. Und damit tritt das bereits Sauerstoff angereicherte Blut nochmal in den Lungenkreislauf ein. Und eben ob Beschwerden auftreten und in welchem Ausmaß, das hängt von der Größe des Defektes ab. Dadurch, dass das Blut jetzt vom linken Vorhof in den rechten fließt, haben wir ja ein höheres Volumen im Bereich der rechten Herzhälfte und damit auch eine gewisse Druckbelastung. Also, wenn sich Symptome zeigen, welche sind das typischerweise? Es kann zur Leistungsminderung kommen, es kann zur Dyspnoe kommen wegen des pulmonalen Hochdrucks. Es kann zur Tachykardie kommen, das Herz schlägt also schneller, um das Defizit auszugleichen. Es kann zur Infektanfälligkeit kommen, in Form von Bronchitiden, Pneumonien. Wie stellt man einen Vorhofseptumdefekt fest? Einerseits durch die Auskultation. Hier ist der zweite Herzton gespalten. Und zwar, weil die rechte Kammer ihre Austreibung wegen des vorliegenden höheren Volumens etwas später beendet als die linke. Im Röntgen kann man vielleicht eine Vergrößerung des rechten Herzens sehen. Und ansonsten wird diagnostisch das EKG oder auch Echokardiographie eingesetzt. Therapeutisch ist es so, dass man kleinere Defekte abwartend beobachtet. Da ist meist keine Therapie erforderlich, da es zu keiner Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit kommt und auch zu keiner verkürzten Lebenserwartung.
Bei sehr großen Defekten und starken Beschwerden kommt jedoch ein operativer Verschluss in Betracht. Hier wird über die Herzkatheteruntersuchung wird dann so ein Schirmchen eingesetzt. Kommen wir nun zum Kammerseptumdefekt. Hier besteht ein unvollständiger Verschluss des Septums und der Kammern. Es ist die weitaus häufigste angeborene Missbildung des Herzens und dieser Defekt kann allein oder mit anderen Anomalien auftreten. Und auch hier ist es so, dass dieser Defekt in ganz unterschiedlichen Schweregraden oder auch Ausprägungen auftreten kann. Auch hier ist es so, da links ein höherer Druck herrscht, wird das Blut von links nach rechts verschoben, bevor es dann in die großen Gefäße, Aorta und Truncus pulmonalis gelangt. Und da das Blut jetzt wieder von links nach rechts fließt, haben wir auch hier eine Druck- und Volumenbelastung des rechten Ventrikels und es kommt zur pulmonalen Hypertonie. Viele Patienten mit einem kleinen Kammerseptumdefekt sind völlig asymptomatisch. Größere Defekte können bereits im Säuglingsalter zu Beschwerden führen. Und zu diesen typischen Beschwerden gehört die erhöhte Atemfrequenz, die Tachypnoe, die Gedeihstörung, die Trinkschwäche, die Dyspnoe, die Abgeschlagenheit oder auch bronchopulmonale Infekte wie Bronchitiden oder auch Pneumonien. Bei der Diagnose kann man in der Auskultation ein systolisches Geräusch hören. Auffällig ist hier, dass dieses systolische Geräusch bei kleinen Defekten sehr laut ist, während es bei großen Defekten eher leise bis fehlend ist. Diagnostisch setzt man ansonsten das Röntgen ein. Der Herzspitzenstoß kann verlagert sein. Und diagnostisch ist auch das EKG von Bedeutung. Auch hier ist es so, dass kleinere Defekte eher beobachtet werden, während größere Defekte eventuell operiert werden müssen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es wird weitere Videos geben, in denen wir andere Herzerkrankungen, angeborene Herzfehler besprechen. Und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei.